Neues Jahr, neuer Trainer, neues Glück. Hannover 96 will die schwache Hinrunde vergessen machen. Angeführt von Taifun Korkut, einem Nobody, der zum ersten Mal als Cheftrainer arbeitet. Vor seinem Debüt gegen Wolfsburg ist der gebürtige Stuttgarter dementsprechend nervös. Es ist eine tolle Sache, ein Bundesliga-Start für mich als Trainer, aber wichtig ist, was die Mannschaft auf dem Platz umsetzt. Und ich habe damit kein Problem, dass ich etwas nervöser bin und die Mannschaft dafür etwas ruhiger auf dem Platz. Das wäre für mich das Ideale. Die Clubführung hat sich für den 39-Jährigen entschieden, obwohl der bisher nur als Co-Trainer gearbeitet hat. Korkut gilt als sachlich und eloquent, machte 2011 seinen Fußballlehrer. Nun ist er im Bundesliga-Alltag angekommen. Mit wenig Zeit für Privates, womit ich aber kein Problem habe, absolut nicht. Ich bin froh, dass ich viel zu tun habe. Ich bin froh, dass ich mit einer Mannschaft zusammenarbeiten darf, die sehr neugierig ist und auch sehr viel und sehr schnell gelernt hat. Meine Spielidee akzeptiert hat und auch da schon richtig gute Ansätze auch in den Testspielen gezeigt hat. Korkuts Idee ist anders als die seines Vorgängers. Er will mehr Ballbesitz sehen, anders als Slomka, der 96 zu einer Kontermannschaft formte. In den drei Testspielen gab es bisher zwar kein Erfolgserlebnis, zufrieden mit seiner Arbeit ist man trotzdem. Das bestätigt, was ich erwartet habe, was aus den Gesprächen vermittelt wurde. Er hat alles sehr zielgerichtet, seine Karriere auch nach seiner Profikarriere geplant. Er wollte Bundesliga-Trainer werden, er hat sich gut vorbereitet und das setzt er jetzt sehr konsequent im Training, in der Ansprache der Spieler und in der Umsetzung seiner differenzierten Taktik ein. Nun muss er die guten Eindrücke bestätigen. In Wolfsburg. Nicht einfach für die notorisch auswärtsschwachen Hannoveraner. Und nicht einfach für Taifun Korkut.